Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de und das ist das neue Samsung Galaxy S2 Plus und das möchte ich euch heute näher im Testbericht zeigen. Viel Spaß! Das Samsung Galaxy S2 Plus unterscheidet sich kaum von seinem Vorgänger, dem Samsung Galaxy S2, aber ich zeige euch mal ganz kurz die Unterschiede und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal um das Gerät herum. Wir haben vorne ein 4,3 Zoll großes Display, es ist ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln und es ist sehr, sehr knallig, es ist so hell und ja, vor allem die Farben stechen halt sofort heraus, das Rot hier von dem Icon, es ist halt wirklich sehr knallig, nicht zu vergleichen mit den ganz normalen LCD-Displays, die man so kennt, vom Fernseher oder von anderen Smartphones. Die AMOLEDs sind halt wirklich sehr farbintensiv. Das muss einem nicht gefallen. Mir gefällt es persönlich und man sollte sich das halt vorher im Laden genauer anschauen. Aber wir verweilen nicht beim Display, denn wir gehen hier nochmal um das Gerät herum. Wir haben hier vorne eine 2 Megapixel Frontkamera für Videochats und so weiter. Hier unten die drei typischen Android-Tasten. Hier die Menü-Taste, die Zurück-Taste und der Home-Button. Und unten ein Micro-USB-Anschluss zum Laden, das erste Mikrofon, dann rechts hier der An- und Ausschalter, der wirklich sehr bequem beim Zeigefinger liegt. Das gefällt mir sehr gut. Oben ein zweites Mikrofon zur Rauschunterdrückung, ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss und links hier kann man noch eine Schlaufe, eine Handschlaufe anbringen, hier die Lautstärkeregelung und hinten der Lautsprecher und eine 8 Megapixel Kamera mit LED-Blitz und ein sehr, sehr schönes, glänzendes Backcover. Das hatte das Samsung Galaxy S2 nicht, das war eher matt und hatte so eine schöne Textur. Was gefällt mir besser? Das S2 gefällt mir dann doch ein bisschen besser, weil es sich dann auch deutlich wertiger in der Hand anfühlt. Das hier ist immer noch sehr, sehr biegsam, kennt man alles. Im Grunde ist das Smartphone fast baugleich. Hier kommt die SIM-Karte rein, da kann man den Speicher erweitern. Und zwar kommen hier bis zu 64 GB Karten rein. Das reicht völlig aus. Hier hinten der Akku, ich glaube, der war 1800 mAh groß und reichte bei mir etwa anderthalb Tage aus. Also ein bis zwei Tage sollten locker drin sein. Ich bin nämlich ein alter Galaxy S2 Benutzer und das hat einige Features mehr und die möchte ich euch jetzt näher zeigen. Das Display ist gleich geblieben, von allen Seiten, wie gesagt, gut ablesbar. Die Farben sind knallig. Aber wir haben hier eine neue Android-Version, das ist Android 4.1 und wir haben hier die Oberfläche, die vom Samsung Galaxy S3, also vom Nachfolgermodell vom S2, bekannt ist. Und das bringt einige Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel wenn man hier runterwischt, hat man hier ganz schnell die Möglichkeit, das WLAN ein- und auszuschalten, um Energie zu sparen. Man hat hier auch einen Energiesparmodus. Man kann mobile Daten ein- und ausschalten, um zum Beispiel den Vertrag nicht so zu belasten. Den Vibrationsalarm stumm schalten oder den Ton anstellen kann man hier auch. Und ganz praktisch, man kann hier die Displayhelligkeit ganz einfach und schnell regeln und so nochmal Strom sparen. Weiter geht's hier auf dem Homescreen und man sieht, der Dual-Core-Prozessor macht seine Arbeit immer noch sehr, sehr gut. Es ist ein Exynos-Prozessor von Samsung mit 1 GB Arbeitsspeicher und 2 Kernen und man sieht, das ist alles sehr, sehr flüssig, wobei es schon einen Tick ruckelt. Wieso auch immer, sollte es eigentlich nicht. So, wenn wir hier in die Einstellungen gehen, sieht man, es hat sich schon einiges verändert und zwar sieht es jetzt deutlich übersichtlicher aus, aber auch ein bisschen verspielter und im Grunde ist es jetzt von der Software her genau gleich mit dem Samsung Galaxy S3, aber natürlich auch deutlich günstiger. Wir gehen mal kurz ins Internet und danke nochmal an notebooksbilliger.de, damit ich dieses Video drehen kann und da sieht man, die Seite wird schnell geladen. Wir sind hier per mobilen Internet drin. Und wenn wir hier reinzoomen, naja, so richtig schnell ist es jetzt auch nicht. Und es ruckelt auch beim Runterscrollen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schalte mal kurz den Energiesparmodus aus. Ah, daran liegt's.
wird nämlich der Prozessor heruntergetaktet, um eben Energie zu sparen. Und jetzt sieht man, okay, es ist alles deutlich flüssiger. Das Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixel ist jetzt nicht mehr das schärfste. Da gibt es auch Konkurrenten, die bei einem günstigeren Preis ein besseres Display und auch ein größeres Display bieten, wie zum Beispiel Huawei mit dem G600. Das kostet um die 250 Euro und G615, das kostet 300 Euro und dieses Gerät hier kostet 330. Ja, sind 30 Euro weniger beim Huawei G615. Ihr bekommt einen schnelleren Quad-Core-Prozessor. Ihr bekommt ja, insgesamt etwas mehr fürs Geld beim G600. Achso, und natürlich ein besseres Display. Das hat ein 4,5 Zoll Display mit einer Auflösung von 720 mal 1280 mal 720. Das hier ist natürlich deutlich weniger. Also wenn ihr wirklich mehr fürs Geld wollt und ein etwas größeres Handy bevorzugt, Huawei mit dem G600 und G615 sind preis-leistungstechnisch die bessere Wahl. Ansonsten ist das hier immer noch ein Top-Gerät. Ihr habt die Möglichkeit, über den Play Store Apps zu installieren. Und ich zeige euch mal so ein paar, die gerade in den Top-Charts sind. Da sehen wir WhatsApp, Facebook, Skype. Der Facebook Messenger ist auch sehr beliebt. Könnt Spiele wie Angry Birds herunterladen. Und dafür ist das Gerät auch wirklich schnell genug. Es ist auch für Spiele sehr gut geeignet und auch zum Musik hören, denn die Ausgabequalität empfand ich damals schon als sehr angenehm. Ansonsten die Kamera. Die Kamera hat sich nicht wirklich viel verändert. Wir nehmen hier mal ein paar Gerätekartons vom Lumia 620 zum Beispiel. Wir sehen, sie löst sehr schnell auf und mit 8 Megapixeln werden die Bilder auch sehr scharf. Ihr könnt also auch mal ein Poster damit drucken. Und wir gehen mal kurz in das Bild rein und sehen, okay, man kann schnell reinzoomen. Und das Bild ist halt wirklich scharf geworden und auf jeden Fall besser als vom Lumia 620. Die Kamera ist also immer noch top. Ihr könnt immer noch Bilder teilen, wenn ihr hier zum Beispiel drauf geht und sagt, okay, ich möchte das in die Dropbox senden, einen Cloud-Dienst, oder ich möchte das per Facebook oder per E-Mail teilen. Das geht sehr, sehr schnell und sehr einfach. Das ist der Vorteil von Android. Videos könnt ihr damit auch aufnehmen in Full HD. Das heißt, auch auf einem Fernseher sehen die Videos wirklich klasse aus. Und mit Android 4.1 Jelly Bean gibt es natürlich einige Vorteile, wie zum Beispiel, wenn man hier die Menütaste länger gedrückt hält, bekommt man Google Now zu sehen und damit kann man ganz, ganz einfach sich Karten anzeigen lassen. Das sind nicht unbedingt Straßenkarten, aber wenn ihr sagt, okay, da und da fahre ich jeden Tag hin, da möchte ich halt meine Karte angezeigt bekommen, wie lange ich dahin brauche, oder da wird auch der nächste Termin angezeigt, hier oben das Wetter und Orte in der Nähe, was man zum Beispiel besuchen könnte, hier das Hard Rock Café. Und per Google Maps kann man dann natürlich auch direkt dahin navigieren. Ihr habt hier also die Möglichkeit, Karten abzurufen und habt auch ein vollwertiges Navigationssystem. Ja, das Fazit zum Samsung Galaxy S2 Plus. Im Grunde ist es ein Samsung Galaxy S2, das leicht verbessert wurde. Wenn ihr die Wahl habt zwischen dem S2 und dem S2 Plus, würde ich definitiv zum S2 Plus greifen, denn es ist einfach das aktuellste Gerät mit der aktuelleren Android-Version und dadurch einer deutlich angenehmeren Bedienung, die dem Samsung Galaxy S3, also dem aktuellen Galaxy S, sehr ähnlich ist bzw. gleich ist. Von der Leistung her auf jeden Fall sehr schön, ein sehr gut verarbeitetes Smartphone mit einem schönen Display, aber für den Preis geht es auch besser, denn Huawei mit dem G600 oder G615 ist dort preis-leistungstechnisch besser unterwegs, hat ein besseres Display, einen schnelleren Prozessor, aber nicht die aktuellste Jelly Bean Version, also nicht die aktuellste Android Version. Ihr müsst also letztendlich entscheiden, wollt ihr hier die schönere Software haben oder insgesamt das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sagt mir doch mal, wie gefällt euch das Galaxy S2 Plus und würdet ihr das Huawei dem Galaxy S2 Plus vorziehen? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Ich bin Ryan Fantality und vielen Dank fürs Zusehen.